Erst einmal posiert Helge Braun in aller Ruhe vor der Presse. Er setzt auf doppelte Frauenpower an seiner Seite, will mit Nadine Schön und Serap Güler punkten, zeigt aber schon beim Gang hinauf in die Pressekonferenz eher ungentlemanlike, wer das Team Braun wirklich anführt. Inhaltlich will der noch Kanzleramtschef die CDU erneuern, setzt auf Soziales. Irgendwie kennt man vieles davon bereits von seinen Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Aus meiner Sicht muss die CDU immer für die hart arbeitende Bevölkerung mit ihren Alltagssorgen da sein und ihre Anliegen müssen für uns im Mittelpunkt stehen. Als seine Generalsekretärin würde Braun Serap Güler vorschlagen. 41, aus Köln. Sie ist die einzige Muslima im Bundesvorstand. Jetzt muss es darum gehen, die Partei wieder zusammenzuführen, dass der Konservative sich in der CDU genauso wohlfühlt wie der Soziale oder der Liberale. Ähnliches ertönt aus dem Merz-Lager. Carsten Linnemann etwa unterstützt den Ex-Unionsfraktionschef, will selbst CDU-Vize werden. Wir müssen eigentlich jedes Mitglied nachts 3 Uhr wecken und es muss im Schlaf aufzählen können, was sind die 3 Punkte, was uns unterscheidet. Sind wir für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr? Ja, nein. Wollen wir die Kanzlerschaft begrenzen auf 2 Perioden? Wie gehen wir mit dem Beamtentum um? Fragen, die die 3 Kandidaten jetzt beim digitalen CDU-Schaulaufen beantworten. Die rund 400.000 Mitglieder konnten vorher Erwartungen formulieren. Da kommt viel zum Ausdruck, was mir gut gefällt, und ich nehme auch mal das Kleingedruckte, keine zu starke Selbstdarstellung, mehr zuhören. Ja, finde ich wichtig. Auch Norbert Röttgen und Helge Braun wollen zuhören und sich am Ende beim Rennen um die Laschet-Nachfolge durchsetzen.